Wir begrüßen Sie recht herzlich zu einem Weltspezial. Wie schnell kommt die israelische Bodenoffensive? Guten Abend, schön, dass Sie mit dabei sind. Israel setzt die Bombardierung des nördlichen Gazastreifens unvermindert fort. Dabei wurde auch eine griechisch-orthodoxe Kirche in Gaza-Stadt getroffen. Die Hamas spricht von 16 Toten. Überprüfen lassen sich diese Angaben allerdings nicht. Mit den Bombardements bereitet Israel womöglich eine Bodenoffensive vor. Verteidigungsminister Gallant hatte bereits am Vortag gesagt, der Befehl wird kommen. Die israelische Regierung hatte vor einer Woche alle palästinensischen Zivilisten aufgefordert, die nördliche Hälfte des Gazastreifens zu verlassen. Unvermindert gehen Israels Vergeltungsschläge im Gazastreifen weiter. Über 100 operative Ziele der Hamas habe man getroffen, heißt es vom Militär. Die Luftstreitkräfte der Armee befinden sich schon seit Tagen im Kriegsmodus. Nun könnte auch die erwartete Bodenoffensive jeden Moment beginnen. Ministerpräsident Netanyahu schwört nahe der Grenze zum Gazastreifen seine Truppen ein, sagt, die Soldaten werden kämpfen wie Löwen. Wir werden mit voller Kraft gewinnen. Seid ihr bereit? Das ganze Volk Israels steht hinter euch. Wir werden unseren Feinden harte Schläge versetzen, um den Sieg zu erringen. Für den Sieg, seid ihr bereit? Wann genau die Bodenoffensive startet und wie sie aussehen wird, darüber herrscht Stillschweigen. Experten sind sich aber sicher. Man wird auch nicht eine Offensive so sehen, wie man sich das vorgestellt hat, so dass plötzlich die gesamte Armee, das sind ja gut 300.000 Leute, die da jetzt um den Gazastreifen und dahinter aufgebaut sind, dann losfahren werden, sondern man wird das wahrscheinlich in mehreren Stufen machen und mehr eine chirurgische, auch mit Spezialeinheiten durchgeführte Aktion, ganz besonders auch, weil man die Geiseln befreien will. Auch aus dem Libanon wird Israel angegriffen. Als Reaktion hat das Militär dort offenbar Stellungen der pro-iranischen Hisbollah-Miliz beschossen, wie diese Bilder zeigen sollen. Währenddessen hat die USS Kearney, ein Kriegsschiff der US-Marine, im Roten Meer vor der jemenitischen Küste mehrere Geschosse abgefangen, die womöglich in Richtung Israel gehen sollten. Es droht ein wahrer Flächenbrand in der Region. Auch der israelische Verteidigungsminister Gallant besucht Soldaten am Gazastreifen, sagt, für die Verbrechen der Hamas gebe es kein Vergeben. Das Ziel der israelischen Gegenschläge daher die vollständige Auslöschung der Terrororganisation. Der Kampf wird langwierig und schwierig. Wir werden präzise, scharf und tödlich sein, aber das wird seinen Preis haben. Wir werden ihn zahlen und wir werden weitermachen, bis wir die Mission vollständig erfüllt haben. Doch das könne dauern, ob Wochen oder Monate. Paul Ronsheimer zugeschaltet aus Tel Aviv. Guten Abend, Paul. Annalena Baerbock war heute zu Krisengesprächen in Tel Aviv und in Beirut. Und dann morgen wird sie in Kairo zu einem Nahostgipfel erwartet. Inwiefern kann sie diplomatisch etwas ausrichten? Die Frage ist, um was geht es bei der Diplomatie? Ganz sicher nicht darum, ob diese Bodenoffensive stattfindet, denn die Israelis haben klar gesagt, dass sie das wollen, dass sie Hamas auslöschen werden. So hat sich Netanyahu geäußert, der Premierminister, aber auch der Verteidigungsminister. Annalena Baerbock versucht zum einen, sich für die Geiseln einzusetzen, ganz besonders natürlich für die Deutschen, aber auch für alle anderen, spricht dort deswegen unter anderem mit Ägypten, aber auch, so hören wir, auf verschlüsselten Kanälen sozusagen mit Katar. Und das andere ist die Frage, wie es für die Zivilisten in Gaza weitergeht. Da wurde ja eine Hilfslieferung beschlossen, beziehungsweise eine finanzielle Hilfen beschlossen. Gleichzeitig ist aber die Frage, wo können die Menschen hin? Ägypten hat gesagt, sie werden keine Flüchtlinge aufnehmen. Und auch dort, wohin die Flüchtlinge gehen sollten, im Norden von Gaza-Stadt, auch dort gab es Bombardierungen gestern. Von daher kann man sagen, die Menschen sind dort nirgendwo sicher. Jetzt haben wir eingangs davon berichtet, dass die Bombardierung im Norden des Gazastreifens verstärkt worden ist. Da soll auch eine Kirche zerstört worden sein. Ist es möglicherweise von israelischer Seite die Ouvertüre für die Bodenoffensive? Ist davon auszugehen, dass dann da in den kommenden 48 Stunden was passiert?
Eines ist klar, vor jeder Bodenoffensive gibt es Bombardierungen, gibt es Luftangriffe, die laufen aber jetzt schon ja, seit knapp 2 Wochen, seitdem es diesen grausamen Terroranschlag, diese Morde gegen 1400 Israelis und die Entführung gegeben hat. Man hatte dann vor einer Woche erwartet, dass diese Bodenoffensive schon losgehen könnte. Da gab es auch deutsche Sicherheitskreise und amerikanische, die davon ausgegangen waren. Deswegen tue ich mich schwer mit einer Prognose und zu sagen, es geht morgen, übermorgen, nächste Woche los. Das ist unmöglich zu sagen, hängt von vielen Faktoren ab. Es hängt vom Wetter tatsächlich ab, wie die Bedingungen sind. Es hängt davon ab, wie man möglicherweise noch eine Vereinbarung zu den Geiseln hinbekommt oder nicht hinbekommt. Und dann natürlich um eine strategische Frage, inwieweit wird man vorrücken und wie viele Soldaten kommen zum Einsatz? Paul, für den Augenblick vielen Dank für deine Einordnung aus Israel. Dankeschön. Damit kommen wir zur Auflösung unserer Frage des Tages. Wir wollten von Ihnen nämlich wissen, ob Sie glauben, dass das israelische Militär die geplante Bodenoffensive im Gazastreifen starten wird. Und die große Mehrheit von Ihnen glaubt, ja, dass sie bald starten wird. Ganz genau, 74% von Ihnen haben mit Ja gestimmt, 14% sind dagegen unentschieden und nur 12% unserer Zuschauer glauben nicht mehr daran, dass das israelische Militär die geplante Bodenoffensive in den Gazastreifen noch durchführen wird. Wir danken Ihnen an dieser Stelle natürlich für Ihre Teilnahme und nächste Woche geht es natürlich mit einer neuen Frage des Tages auch weiter. Blicken wir noch mal genauer auf den Besuch von Außenministerin Baerbock im Libanon. Sie hat dort eben Krisengespräche geführt, traf mehrere Regierungsvertreter, auch den geschäftsführenden Außenminister Abdallah Bouhabib. Bei den Gesprächen stand die Schiitenorganisation Hisbollah im Mittelpunkt, da ein stärkeres Eingreifen der Terrorgruppe in den Krieg befürchtet wird. Baerbock will mit ihrer Nahostreise ihre Bemühungen fortsetzen, einen Flächenbrand in der Region zu verhindern. So viele andere furchtbare Taten zeigen die Unmenschlichkeit der Hamas-Terroristen. Sie zeigen, warum dieser Terrorismus bekämpft werden muss. Weil es ohne die Bekämpfung der Hamas keinen Frieden und keine Sicherheit geben wird. In Israel, aber auch nicht in der Region. Wir werden unsere Menschlichkeit nicht aufgeben. Und das unterscheidet demokratische Staaten wie Israel von Terroristen wie der Hamas. Aus Beirut ist Ibrahim Naber zugeschaltet. Ibrahim, die Bundesaußenministerin hat ja auch Gespräche im Libanon geführt. Wie angespannt ist die Lage? Was kann die Ministerin erreichen? Die Lage ist weiterhin sehr angespannt, vor allem in der Grenzregion. Die israelische Armee hatte vorhin bekannt gegeben, dass es eben erneut zu Beschuss gekommen ist und dass auch sie wieder Hisbollah-Stellungen ins Visier genommen hat. Dabei sollen auch 3 Hisbollah-Kämpfer getötet worden sein. Es ist mittlerweile eine niedrige zweistellige Zahl an Hisbollah-Kämpfern, die eben seit Beginn dieser Auseinandersetzung jetzt auch gestorben ist. Täglich kommt es zu diesen Raketenangriffen und die Sorge ist weiterhin groß, dass es hier zu einer größeren, noch größeren Eskalation kommen könnte, zu einer wirklichen zweiten Front. Darum ist Diplomatie natürlich wichtig. Natürlich müssen wir uns jetzt keine großen Hoffnungen machen, dass diese Warnungen, die Frau Baerbock ausgesprochen hat, dafür sorgen werden, dass sich Hisbollah plötzlich die Waffen niederlegt. Im Gegenteil, diese Raketenangriffe werden auch in den kommenden Tagen natürlich weitergehen. Aber die Kanäle offen zu halten und auch die Präsenz der deutschen Truppen hier nochmal zu bekräftigen, das hatte ja Pistorius gestern gemacht. Das ist wichtig. Es sind weiterhin knapp 100 deutsche Soldatinnen und Soldaten im Rahmen der UN-Friedensmission direkt an der Grenze zwischen Libanon und Israel ja im Einsatz. Sie sind unter anderem dort auf dem Wasser im Einsatz, patrouillieren und schauen, dass dort kein Waffenschmuggel betrieben wird. All das ist wichtig, all das hat man bekräftigt, aber es ist weiterhin eine Sorge vor einer zweiten Front hier groß und diese Sorgen sind auch real. Ibrahim, du bist nun schon seit fast 2 Wochen eben im Libanon für uns und berichtest. Wie ist denn aktuell die Situation für Journalisten, also für dich und Kollegen aus anderen Ländern, von anderen Sendern? Spürt man diese Gefahr täglich? Was müsst ihr beachten? Wie ist euer Alltag? Ja,
Ich hatte jetzt ja in den vergangenen 1,5 Jahren rund 7 Monate aus der Ukraine berichtet, aber es ist eine ganz andere Gefahrenlage hier. Es ist viel unberechenbarer. In der Ukraine gibt es ganz klare Frontabschnitte. Man weiß, wo man hingeht, wo nicht. Als wir jetzt vor einer Woche das erste Mal wirklich an der Grenze waren hier im Südlibanon, da hat es plötzlich wie aus dem Nichts angefangen, Artillerie einzuschlagen, etwa 700 Meter von uns entfernt. Wir haben live ja noch bei euch dann die Rauchwolken hinter uns gezeigt, hatten da auch noch eine Schalte gemacht. Und eine Stunde später haben wir erfahren, dass bei genau diesem Angriff der Reuters-Journalist Issam Abdallah getötet wurde. Also all das zeigt, glaube ich, wie unberechenbar das auch für uns hier ist. Gleichzeitig kommt es zu diesen großen Demonstrationen mit Tausenden, auch Hisbollah-Kämpfern, zum Teil auch natürlich vielen Palästinensern, die hier vor die US-Botschaften ziehen, um zu demonstrieren. Auch da haben wir ja vor Ort erlebt, wie gefährlich das sein kann, wenn man da plötzlich vom Militär durch enge Gassen getrieben wird und mehr oder weniger zugequetscht wird. Also es ist angespannt, auch für uns, aber ich habe schon noch das Gefühl, dass man seinen Job zumindest machen kann. Dankeschön, Ibrahim, für diese Eindrücke und natürlich pass weiterhin auf dich auf. Deine Sicherheit, das ist das Allerwichtigste. Unsere Kollegin Alina Quast hat sich jetzt mit der Sorge vor einem Flächenbrand in Nahost beschäftigt. Die Situation hat sich ja verschärft, seit ein Zerstörer der US-Marine im Roten Meer 3 aus dem Jemen abgefeuerte Raketen und mehrere Drohnen abgeschossen hat. Die Raketen und Drohnen, die sollen abgefeuert sein aus dem Jemen, und zwar von Houthi-Rebellen. Die werden unterstützt von dem Iran. Jetzt wollen wir einmal blicken auf den Zerstörer der US Navy, der diese Drohnen abgefangen hat. Und zwar ist das die USS Kearney. Dieser Zerstörer, der Teil der US Navy ist, der kann Raketen abfeuern, die Geschosse wiederum vom Himmel holen. Wir blicken einmal auf die Einzelheiten. Die USS Kearney gehört der Arleigh-Burke-Klasse an und kann sowohl alleine operieren, alleine agieren auf dem Meer, als auch Teil einer Flotte sein, um einen größeren Flugzeugträger zu schützen. Sie ist schwer bewaffnet mit eben diesen Raketen, mit den Standard Missiles, die Anti-Schiffsraketen abwehren können. Außerdem ist sie ausgestattet mit Angriffsraketen, mit Marschflugkörpern vom Typ Tomahawk, die wirklich metergenau Ziele treffen können. Um nicht selber Ziel zu werden von Angriffen, nutzt sie die Tarnkappentechnik, bedeutet, dass sie so auf dem Radar unsichtbar wird und somit nicht entdeckt oder geortet werden kann. Nichtsdestotrotz macht das die US Navy natürlich nicht unverwundbar. Und deswegen wollen wir einmal darauf blicken, was die Hisbollah zu bieten hat. Denn es nährt ja die Sorge, dass sich ein Zwei-Fronten-Krieg eröffnet mit den Hisbollah, die vom Iran unterstützt werden und im Süd-Libanon agieren. Bis zu 150.000 Raketen soll die Terrormiliz haben, und darunter sind auch Anti-Schiffsraketen. Zum einen die C-802 eines chinesischen Typs und russischer Typ die Yachond. Die Yachond wurden damals geliefert von Russland an Syrien 2011, um im Bürgerkrieg mitzuwirken, und die gelten als noch gefährlicher. Und es ist vor vor einigen Jahren gelungen, mit der chinesischen Rakete ein israelisches Schiff zu treffen, und dort sind mehrere Israelis bei gestorben. Welche Auswirkungen hat das aber für die amerikanische Flotte? Man muss dazu sagen, dass es ja nicht nur um die USS Kearney geht, die jetzt hier im Roten Meer vor Jemen gerade ist. Sie hat gerade den Suezkanal vor wenigen Tagen passiert, sondern es sind viele, viele Kriegsschiffe der Amerikaner bereits im östlichen Mittelmeer. Und auf eines wollen wir jetzt schauen, was das größte Kriegsschiff der Welt ist, wenn nicht sogar die stärkste, modernste und auch teuerste Waffe der Welt. 13 Milliarden Dollar hat die USS Gerald Ford gekostet. Und man sagt Schiff, aber es ist eigentlich viel, viel mehr. Es ist eine regelrechte Festung. Sie ist unglaublich groß, 300 Meter lang, 40 Meter breit, 100.000 Tonnen schwer. Und es sind mehrere Soldaten dort an Deck, über 4.000 sind es nämlich, und bis zu 90 Kampfflugzeuge und Helikopter können dort landen, aber können auch Angriffe fliegen.
Was will Amerika jetzt, also was schließt man daraus aus dieser Präsenz? Es ist zum Abschrecken gedacht. Eine ganz klare Warnung an den Iran: greift nicht ein. Es gibt ja schon Beschuss im Südlibanon auf Israel, aber deutliche Warnung der Amerikaner: greift hier nicht großflächig ein. Wir sind da. Und zugeschaltet ist uns jetzt Reinhard Wolski. Er ist General AD und Leiter der Berliner Sicherheitskonferenz. Guten Abend. Hallo. Ja, guten Abend. Hören Sie mich? Ja. Wir hören Sie sehr klar und deutlich. Und die Frage an Sie: Schon jetzt fangen Kriegsschiffe der USA Raketen ab, die auf Israel zielen. Rechnen Sie damit, dass diese Schiffe schon bald viel mehr zu tun haben werden, wenn die Bodenoffensive dann tatsächlich in Gaza startet? Das ist Spekulation. Zunächst denke ich, dass das ein Testcase war, dass man die Bereitschaft der amerikanischen, also der US Navy hier testen will. Und das ist ja nur auch geglückt. Zu dem Flugzeugträger muss man natürlich noch zusätzlich sagen, dass um den Flugzeugträger herum ja eine ganze Flotte weiterer Schiffe sind, die insbesondere Schiffs- und auch Flugabwehrraketen an Bord haben, um diese Carrier Group wirklich zu einer Strike Force zu machen. Jetzt haben ja die aktuellen Bombardements im Norden des Gazastreifens zugenommen. Kann man daraus ableiten, dass dann die Bodenoffensive noch mal wahrscheinlicher wird, zumal wenn man die Äußerungen des israelischen Verteidigungsministers dazu nimmt? Ja, nun, ich denke Folgendes. Israel ist in der Aufklärung noch begriffen. Was die Luftangriffe jetzt anbelangt, dann ist das letztendlich die Wegnahme von Verstecken seitens der Hamas. Man nimmt also hier Infrastruktur aus der Nutzung für die Hamas heraus. Und weiterhin wird man aufklären, natürlich auch im Hinblick auf die Befreiung der Geiseln. Oder ja, die Befreiung der Geiseln. Das heißt, hier wird alles, was gut und teuer ist, an Aufklärungsmitteln angesetzt, um möglichst präzise zu wissen, wo die Hamas-Kämpfer, 40.000 an der Zahl wird gesagt, sich dann wohl befinden werden. Und wir wollen an dieser Stelle uns ganz kurz dafür entschuldigen, dass das Bild hier eingefroren ist. Liebe Zuschauer, Sie haben es sicher schon bemerkt, aber wir führen das Gespräch trotzdem weiter durch. Hoffen natürlich, Ton ist da und wir hoffen natürlich, dass sich das Problem dann auch löst in den kommenden Sekunden und Minuten. Wir wollen noch mal auf die Geiseln blicken. Angeblich, laut Medienberichten, gibt es auch jetzt schon Spezialkräfte der Bundeswehr stationiert auf Zypern. Dabei sollen Kampfschwimmer sein und die GSG 9. Und diese Männer und Frauen sind auf die Befreiung von Geiseln trainiert. Glauben Sie denn, dass die auch tatsächlich dann in den Einsatz kommen könnten zur Befreiung der deutschen Geiseln? Wenn die operativen, taktischen und vor allen Dingen die politischen Rahmenbedingungen stimmen, dann könnte das durchaus der Fall sein. Aber eine solche Befreiungsaktion ist vor allen Dingen erstmal eine politische Herausforderung, bis wir dann mit Aufklärung ansetzen können und es dann möglicherweise zu einer Befreiungsoperation kommen muss. Hier müssen natürlich viele Länder dann zustimmen, um diese Kräfte reinzubringen, Spezialkräfte und die GSG 9. Aber zunächst müssen hierfür die politischen Rahmenbedingungen abgesprochen werden. Israels Armee, die geht ja nach eigenen Angaben davon aus, dass die meisten der mehr als 200 in den Gazastreifen verschleppten Menschen noch am Leben sind. Woher will die Armee das eigentlich so genau wissen? Haben Sie da eine Ahnung? Haben Sie einen Einblick? Also man könnte sich vorstellen, dass durchaus hier noch Handys möglicherweise funktionieren. Zum Beispiel, dass man von der Annahme ausgeht, dass eine tote Geisel ja der Hamas nun überhaupt nichts nützt. Insofern denke ich, dass die Israelis hier durchaus richtig sind. Man muss hier immer zu sagen, Israel und Israels Armee ist ganz ausgezeichnet, was Aufklärungsergebnisse taktischer und operativer Art anbelangt. Und so könnte ich mir vorstellen, dass die Israelis hier richtig liegen. Was glauben Sie denn, wie wird diese Bodenoffensive ablaufen? Wir haben heute mit einem anderen General AD schon gesprochen und er hat gesagt, er glaubt, dass das nicht eine klassische Offensive wird, sondern dass da verschiedene Dinge zum Einsatz kommen werden. Einerseits auch Drohnen, eben auch Spezialkräfte, die dann genau Bescheid wissen über die Tunnel, dass es auch von See vonstatten gehen werden wird, so heißt das. Also was schätzen Sie, wie wird die israelische Armee da agieren?
Ich denke, dass es auf jeden Fall nicht nur eine Bodenoffensive ist, sondern das Gefecht der verbundenen Waffen, letztendlich die Multi-Domain-Battle, die Seestreitkräfte, Luftstreitkräfte, Landstreitkräfte und natürlich Spezialkräfte einsetzt. Der Hinweis auf die Drohnen ist sehr wichtig. Hier gibt es alle Größen, die selbst in Tunneln eingesetzt werden können zur Aufklärung. Also insofern denke ich, dass hier Einzeloperationen vielleicht in einem Gesamtzusammenhang gesetzt werden. Aber wir haben hier natürlich keine klassische Panzerschlacht irgendwo in einem besiedelten Gebiet. Das wird nicht stattfinden. Aber diese Kampfpanzer sind natürlich da, um auch zu sichern und Stellung zu halten. Was glauben Sie denn, wie die israelische Armee mit der Propagandamaschinerie der Hamas umgehen wird? Denn es ist ja davon auszugehen, wenn die Bodentruppen wirklich in den Gazastreifen einmarschieren, dann wird es sehr schnell Bilder wohl von auch von zivilen Opfern geben. Wir wissen ja, dass die Hamas die eigenen Einwohner im Gazastreifen auch als menschliches Schutzschilde benutzt. Wie geht man damit um, wenn dann Bilder von toten Kindern vielleicht auch auftauchen? Ja, das ist wirklich die große Herausforderung für die israelische Armee, dass wir diese strategische Kommunikation dann auch so haben, dass diese Fake News oder sogar Lügen oder sogar von der Hamas selbst umgebrachte Landsleute, die man dann in irgendwelchen Bunkern findet und die dann übers Internet gehen, dass man das klarstellt und richtigstellt. Das ist eine der größten Herausforderungen, denke ich, die man hier hat. Aber es könnte durchaus auch im Cyberraum könnte es Lösungen geben, um derartige Ausstrahlung zu vermeiden oder zu stören. Auch das wäre möglich. Reinhard Wolski, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und schon mal ein schönes Wochenende. Dankeschön und sorry für das Bild. Kein Problem. Nach Einschätzung der Vereinten Nationen könnte die dringend benötigte Lieferung von Hilfsgütern in den abgeriegelten Gazastreifen im Laufe der nächsten Tage über den Grenzübergang Rafah anlaufen. Dafür hat sich UN-Generalsekretär Guterres bei der Regierung in Ägypten eingesetzt. Gegen Mittag traf er an der Grenze zum Gazastreifen ein. Die UN fordern einen ungehinderten und sicheren Zugang für Helfer und Hilfsgüter. Humanitäre Feuerpausen und spezielle Korridore seien Voraussetzungen für den Beginn der Hilfsaktionen. In Gaza gehen die Vorräte an Lebensmitteln, Wasser, Medizin und anderen Gütern zu Neige.